Guten Tag. Ich habe Depressionen. Wer hätte das gedacht? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich bin ein völlig normaler Typ. Obwohl, dafür, dass ich gelegentlich depressiv bin, backe ich aber auch astreine Waffeln. Mitleid ist also völlig unangebracht. Mich stört nicht mal, dass manche Leute Depressionen mit dem sogenannten Scheiße-drauf-Sein verwechseln. Wir können das trotzdem kurz klären. Scheiße-drauf-Sein ist wie ein Tatort mit den Muppets. Nicht das Gelbe vom Ei, geht aber vorbei. Depressionen hingegen sind wie alle drei Teile Herr der Ringe. In Zeitlupe. Mit Jean-Claude Van Damme als Gandalf. Und Musik von Andrea Berg. Sie sehen den Unterschied. Gemerkt habe ich das übrigens, weil ich zu Hause irgendwann nichts mehr geregelt gekriegt habe. Ich bin privat ohnehin nur mittelfröhlich. Also keiner, der generell vor Lebensfreude beim Kacken Piratenlieder singt. Aber ich merkte irgendwann, uff, die Zombie-Apokalypse ist da und ich bin der einzige Teilnehmer. Anderes Beispiel. Diese Hose hier ist nicht Vintage. Die hing von September bis Januar draußen auf alleine. Und ich habe viel geweint. Das ist grundsätzlich okay, aber nicht bei Filmen wie Die nackte Kanone 2. Ich bin einmal zum Arzt gegangen. Der Doktor, was ist mit Gesprächstherapie? Ich? Mach ich doch. Und die Leute zahlen Eintritt. Aha, sagte der Doc. Jo, außerdem höre ich Johnny Cash, da ist eigentlich alles drin. Er verschrieb mir Antidepressiva. Ich habe bis heute nicht kapiert, warum Tabletten dieser Art so hochkomplizierte Namen haben. Da sind 5x drin, 2a, dann gerne mal noch ein x und am Ende des Wortes auf Min, Fin oder Rintintin, jedenfalls nicht auszusprechen. Warum nicht einfach Lutz? Gehirndrops. Vermutlich aus dem gleichen Grund, aus dem Darth Vader nicht Peppi Pupsnase heißt. Der Name soll klar machen, du steckst in Schwierigkeiten, Kollege. Das bringt uns zum Thema Nebenwirkungen. Auf dem 4 Meter langen Beipackzettel stand sinngemäß Folgendes. Nebenwirkungen. Häufig, läufig. Und trockener Mund. Und Schwindel, Herzrasen und vor allem Depressionen. Das ist natürlich cool, dachte ich. Da war ich ja mal gespannt. Hübsch. Hübschen Humor haben Sie hier. Da war ich ja mal gespannt, ob ich diese Depressionen als Nebenwirkungen erkennen oder für normale Depressionen halten würde. Viele Menschen denken ja dann bestimmt, scheiße, die Tabletten wirken nicht, aber die wirken natürlich super. Wegen der Nebenwirkungsdepression merkst du davon aber nichts. Das ist wie mit dem Auto durch die Waschanlage fahren. Und wenn du sauber hinten rausfährst, steht da ein lächelnder Mitarbeiter, der kippt dir eine Schippe Dreck über die Karre und sagt, der könnte auch mal wieder gewaschen werden. Naja, seltene Nebenwirkungen waren dann Schweißfüße, Darmsausen und Müdigkeit, aber unerklärliches Wachbleiben bei Wetten, dass. Krass selten, Koma. Und die absolut realistisch wirkende Manifestation von Disney-Figuren, die zumeist sehr niedlich sind und Haushaltstipps geben. Seltsamerweise hatte ich erstmal kaum Nebenwirkungen, bis auf Schwindel. Gerade auf dem Jahrmarkt fiel es doch sehr ins Auge, Stichwort Kettenkarussell. Mein Freund Tobi war Gott sei Dank dabei und ich schrie ihm zu, dass das mit dem Karussell eine Drecksidee sei. Das hätte man sich ja denken können, dass einen diese Raserei im Kreis kaputt macht. Die Tabletten helfen da nicht gerade. Falls sie überhaupt schuld sind, ist aber auch egal. Tobi, stopp das verdammte Ding! Tobi sagte, Thorsten, wir stehen noch an der Kasse. Aber nach und nach wirkten diese Tabletten, obwohl sie niedrig dosiert waren. Nur einmal nahm ich 2 gleichzeitig mit einem ziemlich großen Bier. Und deswegen saß den gesamten Auftritt, den ich in Schmallenberg im Sauerland absolvierte, ein Tier neben mir und sagte, Hola, ich bin der gestiefelte Kater. Wachsflecken entfernt man aus Tischtüchern, indem man beim Bügeln Löschpapier unterlegt. Schönen Dank, sagte ich. Naja, vielleicht war der Kater auch echt und ich habe mir Schmallenberg eingebildet. Mir geht's schon sehr viel besser mittlerweile.
Inzwischen leiden die Depressionen unter mir. So gehört sich das. Es gibt ja einiges, das hilft. Mir hilft Beschäftigung zum Beispiel. Ich nehme nämlich jetzt zum Beispiel in Eigenregie den Dierke-Weltatlas als Hörbuch auf. Erstes Kapitel habe ich schon fertig. Hier ein Auszug. Afrika. Beige, beige. Sand vermutlich. Braun dazwischen, derbe Braun. Obenrum Wasser, also blau, blau, blau. Gezackte Linien, blau, Äquator, Gesumse, Bummseite zu Ende. Ist aber auch egal gerade. Depressionen soll man ernst nehmen. Oder kann. Ich habe auch viel aus ihnen gelernt. Auf mich zu achten zum Beispiel. Oder darüber zu sprechen. Und vor allem, angelaufenes Silberbesteck wird wieder glänzend, wenn man es mit Zahnpasta poliert, meint der Kater. Wer hätte das gedacht? Danke. Thorsten Sträter.